Ja, huhu, hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Baldur's Gate 3. Wir sind hier nach unserer ersten langen Rast und schauen mal. Was es hier sonst noch so zu entdecken gibt, außer dieser Katakombe, wo wir gerade schon waren. Ein zertrümmerter Käfig. Broken. Must have been here a while. Mhm. Das ist ein Wagen. Und normalerweise haben wir hier Lazelle, die hier in einem Käfig gefangen wurde. Aber die ist ja nun bei uns gestorben. Bogen gefunden. Das da sieht irgendwie verdächtig aus. Aber hier ist auch nichts. I hear shouting up ahead. We should check it out, but be careful. Ja. Open the bloody gate! Nobody gets in! Zevlor's orders! That pack of goblins will be on us any second! What's going on? Goblins are on our tail! Open the gate, Zevlor, now! You let goblins here? Where is the druid? Please! There's no time! Nine hells! Open the gate! Ja, nächster Kampf und wir fangen direkt an hier neben dem Gegner. Die hat nur 7 Lebenspunkte, dafür brauchen wir jetzt keinen rücksichtslosen Angriff groß, glaube ich, oder? Nein. Hätte ich ihn mal benutzt. Also wir gucken mal wieder nach, was da passiert ist. Wir haben eine 6 gewürfelt. Und wir hätten eine 8 gebraucht. Also sie sind doch schon ein bisschen gar nicht so squishy, wie sie aussehen. So, Astarion. Wieder einen rücksichtslosen Angriff machen hier. Oder wie heißt das? Hinterhältigen Angriff. Töten. Looten. Let's light some prey.
die hat jetzt ihren Segen bekommen. Ah, siehst du mal. Zap, zap und zap. Und dann. By sickle and sword, strike them down! Der ist ein bisschen stärker. Der ist hier der Anführer, der ist auch stark. So, und deswegen gehen wir nach vorne und versuchen mal zu viele Trefferpunkte. Der hat eine hohe Verteidigung. Mal gucken, also es ist Zustand untersuchen. Zustand endet mit einem magischen Schlaf. War der denn schon dran? Bogenschläger. Der ist noch dran. Wie kein Ziel. Kein Ziel. Step to it. Warum ist das kein Ziel? Wir müssen jetzt hier erstmal. Okay, wir könnten es auch auf mehrere Leute. So, den. Der Typ schläft jetzt erstmal. Gucken, ob ihn gleich wieder jemand aufweckt, einfach so. Ja, zum Beispiel so. Zack, wieder aufgeweckt. Aber dann braucht halt auch eine Bonusaktion dann halt, ne? Gleich hin. Autsch. So, wir gehen mit einem Sprung mal. Okay, rein potenziell würden wir hier liegen bekommen. Aber jetzt gehe ich mal ein das Risiko. Kein liegend. Einen Schaden haben wir gekriegt. Wir hauen dem jetzt mal eine Axt ins Gesicht. Und schaffen es wieder nicht. Wir haben mit Vorteil nur eine 6 gewürfelt, Leute. Ja. Mhm. Also mit 2 Würfel, ne? Und ja, ihr wisst schon. Ja, unser Zug ist damit vorbei. So, er hier. Verteidigung. Normalen Schuss machen. Den Magier mal töten. Der lebt immer noch. Das ist nicht gut. So, können wir den noch attackieren? 2. So, dann gehen wir hier hin. Töten wir hoffentlich mal den Magier. Sehr gut. Und wir können das lassen.
Autsch, autsch. So, geil. Da das mit dem Schlaf ja jetzt nicht so geil funktioniert hat, machen wir jetzt was anderes. Und zwar, der ist schon tot. Der ist fast hin. Ah, hier unsere Geschosse. Töten den damit. Das Gute an diesen Gelenkgeschossen sind, die machen nicht so viel, also machen schon viel Schaden, addiert halt. Aber die treffen fast immer. Also eigentlich immer. Das ist das Gute. So, rücksichtsloser Angriff. So gehört sich das. So. Dieses Mal haben wir eine 17 gewürfelt. Der Schadenswurf war halt bei einem D12 nur mit einer 3 nicht sonderlich geil, aber gut. So, wir haben jetzt hier eine Möglichkeit, hinterhältigen zu machen. Nicht. Aber wir können ihn jetzt hier so angreifen. Direkt mal looten. Looten. Da ist eine Schaufel. Yeah. Okay. Let's finish this. Was machen wir mit ihr? Und hier den Goblin-Schläger töten. Sehr gut. Und versuchen mal den zu looten. Reicht noch nicht ganz von der Bewegung her. Ja, die heilen sich jetzt hier gegenseitig. So, und dann. Was das mit ihm? Inside, all of you, more may follow. Open the gate. They were tenacious. I wonder what they wanted, other than bloodshed. So, den haben wir schon gelootet. Den müssen wir hier. Noch einer. Should mind my step. So, und wir sind alle bis auf Astarion aufgestiegen, warum auch immer er nicht aufgestiegen ist. Trust me. Ihm fehlt, glaube ich, noch ein bisschen was. No desire. Schauen wir mal, was bei ihm geht hier. So, er kann hier ganz viel relativ mächtiges Zeug schon machen. Er kann sich hier zum Beispiel mit Nebelschritt durch die Gegend teleportieren. Was ich ganz cool finde, nehme ich mal direkt mit. Und er könnte hier so eine flammende Sphäre beschwören. Weil ich wollte ihn ja als Nekromanten spielen. Ne? Also müssten wir jetzt eigentlich auch mal gucken, dass wir Nekromantie-Sachen holen. Mit ihm. Das wäre hier der Strahl der Übelkeit. Dunkelsicht brauchen wir mit ihm vielleicht eventuell auch mal. Gedanken wahrnehmen, zu bersten. Noch irgendwo ein Nekromantie-Zauber. Ah, Spiegelbilder ist auch ziemlich stark. Um ihn nur ein bisschen zu schützen.
Ich glaube, ich nehme den Nebelschritt wieder raus. Mach die Sphäre rein, weil die Sphäre ist schon ziemlich gut. So, Zauber vorbereiten. Was haben wir hier? Hexenpfeil. Nehmen wir raus. Dafür nehmen wir den Strahl der Übelkeit mit rein. So. Der geht automatisch in den Stufe 2 Zauberslot. Und dann sind wir mit ihm eigentlich zufrieden. No time to die. Schattenherz als Kleriker steigt auf. Klerikerin. Das Spiel ist sonst eigentlich immer ziemlich ziemlich gut darin, auch alles Mögliche so in der Gender-Debatte abzubilden, so mit männlichen Charakteren, die auch weibliche Stimmen haben können und umgekehrt, und die Geschlechter sind auch, naja, sehr austauschbar. Aber hier haben sie es trotzdem alles männlich gelassen. Was wahrscheinlich eine Übersetzungssache ist ins Deutsche, weil die aus dem Englischen da nicht so ein Problem mit haben, was das angeht. So, wir können hier schwache Genesung wirken und wir können Beistand erflehen. Heile deine Verbündeten und erhöhe ihr Trefferpunkt Maximum 5 bis zur langen Rast. Und ja, schützendes Band ist ganz cool, aber es ist in der Zaubererbeschreibung hier gegen alle Schadensarten resistent, plus 1 auf die Rüstungsklasse und auf Rettungswürfe. Und bevor der Patch war, den das Spiel bekommen hat, war der Satz hier unten nicht dabei. Jedes Mal, wenn die geschützte Kreatur Schaden erleidet, erleidet der Zauberwirker die gleiche Menge an Schaden. Und ja, das macht es hier erstmal nicht so geil. So, was wir aber nehmen können, ist Blindheit. Gebet der Heilung. Alle Verbündeten heilen von 2d8. Auch gut. Eine spirituelle Waffe können wir aber auch mal beschwören. Braucht auch keine Konzentration. Stille. Stille könnte auch ganz nützlich werden. Vielleicht statt Befehlen mal Stille mit reinnehmen. Das ist alles Stufe 2 Zauberslots, die ich mir jetzt hier reingepackt habe. Vielleicht ist das ein Fehler. Aber ich lasse es jetzt mal so. So, und unser Berserker. Unser Barbar. Ich hab mich schon gespoilert, was ich machen will. Denn wir können jetzt unsere Unterklasse wählen. Und hier gibt es einen Unterschied zwischen Wildherz, Berserker und wilde Magie. Also ein bisschen Magier sein mit unserem Barbar. Aber nein, warum? Wildherz gibt einem hier mit Tieren sprechen. Das können wir eh, weil wir Waldgnomen sind. Das heißt, wir nehmen Berserker. Und da kriegen wir Raserei. Und unser Kampfrausch wird zur Raserei. Und wir bekommen rasender Hieb und wütender Wurf. Und das macht... Eine Bonusaktion dürfen wir vor mit der Waffe auswählen, die wir machen haben. Und wir dürfen quasi einmal extra angreifen. Ja. Kriegen dann aber auch hier eine Anspannung. Fügt jedes Mal einen Malus hinzu, der sich stapelt, sodass du häufiger verfehlst. Bis deine Raserei halt endet. Also sollten wir nicht zu häufig machen, weil wir sonst irgendwie kaum noch irgendwie treffen.
Das ist ganz cool. Außerdem kriegen wir, das sind diese Dinger hier, noch wütender Wurf. Das heißt, wir können mit irgendwelchen Dingen schmeißen, die in der Gegend sind. Was auch geil ist. So Fässer auf Leute schmeißen oder so. Okay. Have to keep going. Gelootet haben wir alle. Dann gucken wir uns doch mal hier die Leute an, die wir gerettet haben. There are children here, you fool! We was running for our lives. You led them straight to us, and you let them take the druid too? Unbelievable! Jo. Kampf ist vorbei. Druiden, diese Goblins machen keine Gefangenen. Ja, weiß ich nicht. Wo ein Goblin ist, sind doch 10. He's right. We should scrum while we can. Right. Lead the goblins here, then leave the rest of us to fight them off. You coward! What's it gonna take to shut you up, Horns? The human's eye twitches. He's about to blow. Eieieiei. Überzeugen können wir nicht sonst nicht so gut. Zum Schlag gegen den Menschen ausholen. Das heißt, wir hauen ihn nicht. Ne? Wir holen nur aus. Stärke, Nahkampfübung. Bonus nehmen wir mit. Also doch, naja. That, I suppose. The goblins have found us. No doubt the beast will be back. We need to pack up and leave. Immediately. Ja, die werden ja noch eine Weile sein. Now that that's settled, we can get the fuck. Oh. First I damn near die at the hands of goblins. Then I get sucker punched by a bloody gnome. I'm done with this hellhole. Those two must have history. Okay, dann haben wir ihn jetzt wahrscheinlich verärgert. Let's look for help. Schade. Aber eventuell brauchen wir ihn nicht. Können wir eigentlich mal speichern. Oh, da ist ein Eichhörnchen, da können wir mal reden. Hallo? Get out! The squirrel lunges at your foot and bites it. Hey! You barged in without an invitation. I wouldn't call that friendly. See, you're in my territory, and I want you gone. Okay, Charisma ist nicht so geil, aber naja. Eine 20 sogar. Okay, okay, calm down. We can make a deal. How about this? You can stay if you keep those ugly feet on the ground. I'll even sweeten the pot. Found some weird smelling stuff on the ground. You can keep it, but these trees are mine. Follow the rules and I won't have to intervene. Got it? Wir haben Hölzel überzeugt in sein Gemüt. Er hat also ein kleines Geschenk hinterlassen, damit wir Bäume festhalten. Ein Hyänenohr. Ah. Danke, Hölzel. Sehr nice.
Oh oh. Da gibt's Stress. Ich brauche noch so einen Bodenstampfer-Jump irgendwie. Vielleicht gibt's das bei Barbaren noch irgendwie. Ich habe da nicht so die Ahnung. So, rücksichtsloser Angriff. Oder einen rasenden Hieb. Ich glaube, das reicht schon hier. Obwohl, wir hätten uns auch zweimal zuhauen können, dann wäre er vielleicht schon platt gewesen. Aber gut. Wir haben ja auch noch die anderen. Ging. Prima. Kritischer Fehlschlag. Gail. Wir probieren hier mal den Strahl der Übelkeit. Sehr gut. Let's get going. Das geben wir an Astarion und den Rest stecken wir uns ein. You have good timing. Never been much of a fighter, so wrestling a bugbear would have gone poorly. But you're not here for heroics, are you? Avernus's stench is all over your skin. Let me guess. Your devil mistress sent you to get her soul coin back. Too bad. I earned it, fair and square. You almost seem honest. Care to explain why you reek of the Hells? I'm going to be chased all over Faerun for this damn coin, aren't I? Fine. Take it as a grudging payment for the rescue. Now leave me in peace. A soul coin, true to its name, holds a mortal soul inside. It serves in the Nine Hells as very valuable currency. Light on my feet. That might be worth a look. You acted quickly. I'm just sorry I didn't get there first. Thank you for your help out there. I'm Zevlor. Gail steht mit seinem Mantel mal einfach mal im Weg. Well met. I should warn you. Visitors are no longer welcome in this grove. Whatever your business, I'd see to it quickly. The druids are forcing everyone out. This attack will only strengthen their resolve. Ich habe keinen Streit mit Druiden. There have been several attacks by different monsters.
The druids blame us outsiders for drawing them here. Nobody's welcome anymore. They've started a ritual to cut the grove off from the world outside. We can't stay, but we'll be slaughtered if we leave. We're no fighters. Wenn ich mal reden. Korga, their new first druid, won't even see me. You, though. I know it's not your business, but she owes you for saving this place. Perhaps you could persuade her for more time to prepare, if nothing else. Mal sehen, was ich tun kann. We're messengers now. We'd owe you a great debt. If we're forced to leave now, we won't make it to the city. You'll find the druids at the heart of the grove. Please, make them see sense before more lives are lost. Okay. Erstmal gucke ich mal, was sie hier so. Okay. Kartoffeln. Zeug. Muss ich jetzt eh mal wieder hier. Echt gespannt, für wie viel man das gleich noch verkaufen kann, alles. Kerze behalten wir mal. Das geht hier rein. Cyanuhr geht da rein. Das müsste eigentlich auch automatisch da reingetan werden, aber irgendwie backt das manchmal rum. Ein Schild. Das tun wir mal ins Lager. Und wir haben Handschuhe der Macht, Angriffs- und Rettungswürfe. Fingerfertigkeit plus 1, das ist gut für Astarion, glaube ich. Der inzwischen auch eine Auflevelung hat. Sehr, sehr gut. Habt ihr eben auch gesehen, ist egal wer die Schaufel hat aus der Gruppe, klappt auch so. Machen hier nochmal einen Stapel teilen. Was jeder 4 Tränke hat. So, das ist eben aus. Refugees, adventurers, no one in years, and suddenly we're overwhelmed. Well met, and thank you for beating back those goblins. Most brave of you. Is there anything you need? Act fast if you do. The ritual will be complete before too long. Regelt ihr den Hain wirklich ab? I know it's drastic, but more monsters seem to terrorize this region every day. Und was mit den Leuten? We druids will be safe. As for those that took refuge here, well, may Sylvanas guard them as they continue their travels. As I said, it's a drastic measure, but the survival of the grove is paramount. There just aren't enough supplies to support everyone. Ich suche nach einem Heiler. I pray no goblin arrow has grazed you. Nettie could put you to rights. She should be with the others in the inner chambers, but I doubt she'll be taking on new patients. The grove will be locked down soon. Just some bits and bobs I no longer need. So, der erste Händler. Und da machen wir jetzt auch hier Folgendes. Wir gehen erstmal hier und verticken erstmal diesen fetten Rucksack. Und der Typ hat zu wenig Gold.
Ja, das heißt, wir müssen ihm erst was abkaufen. Aber was? Hat er tolle Sachen? Er hat zum Beispiel das, was wir hier unten brauchen, Fallenentschärfungswerkzeug. Nehmen wir uns mal direkt 5 Stück. So, kannst du jetzt... Ja. Und jetzt holen wir uns den Rucksack zurück. So, dann... Gucken wir mal. Er hat eine Elferrüstung. Und er hier bietet an... Eine 12er leichte Rüstung. Das ist doch schon mal ein Vorteil. Moment. What the heck happened here? Hatte ich nicht eben 700? Okay, wahrscheinlich... Hat das jetzt... nicht so geklappt, wie ich mir dachte? Irgendwas ist hier nicht so gelaufen, wie ich dachte. Oder der Rucksack war beim Zurückkaufen so scheiße teuer. Ja. Das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Ich würde sagen, wir machen hier dann mal Stopp und ich lade mal einen Speicherstand und mal gucken dann mal, dass wir das besser hinkriegen hier. Das ist ja doof. Bis später.